Stedwigs Untergang. Um zu gewinnen, müsst ihr die Stadt Stedwig innerhalb von 3 Monaten einnehmen. Der Bonus für diese Mission bedeutet nicht, dass wir auf irgendeiner von beiden Seiten kämpfen, sondern lediglich, welche Helden wir aus den letzten beiden Szenarien mitnehmen, sprich den Inferno-Helden oder den Dungeon-Helden. Und da sowohl, beziehungsweise auf der einen Seite meine Inferno-Helden, glaube ich, etwas stärker sind von den Werten her, und auf der anderen Seite ich zuletzt Dungeon gespielt habe, würde ich sagen, gehe ich mit den Inferno-Helden. Hier steht es auch, beginnt mit euren Helden aus dem Szenario und dürftischer Plan. Auf geht's! Catherine Ironfist hat Hilfe aus Bracada und Evely gerufen. Sie weiß, dass wir uns Stedwig nähern. Wir müssen Stedwig besetzen, bevor sie ankommt. Wenn wir die Kontrolle über Irathias Hauptstadt haben, wird selbst Catherine Ironfist sie uns nicht mehr entreißen können. Ironfist muss einfach mal der beste Pornodarstellername sein, den ich jemals gehört habe. Eure bisherigen Fortschritte sind zu beglückwünschen. Ihr habt den Osten Irathias verwüstet und seid nun in Reichweite Stedwigs, der Hauptstadt Irathias. Oh, dieser Stimmeinbruch am Morgen, wundervoll. Ihr müsst die Hauptstadt schnellstmöglich einnehmen. Nicht nur, dass Bracada und Evely Verstärkung geschickt haben. Jetzt erhielten wir auch noch die Nachricht, dass Königin Catherine mit einer ansehnlichen Armee aus dem Süden heranmarschiert. Wir müssen die Kontrolle über die Hauptstadt und ihre Garnisonen erlangen, bevor sie ankommt. Okay, das war's. Dann schauen wir uns doch mal kurz um. Ich habe eine Inferno-Stadt, ich habe eine Dungeon-Stadt im Untergrund und... Oh mein Gott! Gott, was ist das denn? Gott fucking! Ja! Ich kann immerhin... Wow, ich kann... Wow! Ich kann immerhin bis zum 5. Gebäude bauen. Das ist mehr als... Oh mein Gott. Das ist wirklich mehr, als man uns zuvor hingeworfen hat. Ja, aber keine Pferde! Keine Pferde! Keine Stelle! Kein Übungsplatz! Und wie soll ich jetzt meine Lasagne machen? Goddammit. Okay, lasst mich mal kurz überlegen. Man hat mir gesagt, dass diese Kampagne oder dieses Szenario wirklich sehr schwer werden wird. Oh, es ist recht praktisch, dass er oben ist, weil sie hat keine besonderen Einheiten. Oh, sehr schön. 22 hin. Also ich meine, er hat halt die Spezialität mit den Inferno-Einheiten, von daher ist es praktisch, dass er nicht unten beim Dungeon ist. Dann mache ich sie zu meinem Dungeon-Helden, dann mache ich ihn zu meinem Dings-Helden. Ich schau mal, was ich hier so hab. Drei Einheitengebäude, Stadtrathaus. Okay, dann kümmern wir uns schnellstmöglich um Geld. Das werde ich nämlich wahrscheinlich sehr dringend brauchen. Ich werde viel Holz und Eisenerz gebrauchen, so viel ist sicher. Und... Oh je, das ist ja ein Traum. Ah ja, warte mal, okay, Zauber. Einheiten. Oh, ich habe schon sogar aufgestufte Variante von den Imps, von den Vertrauten. Warte mal. Ich möchte mal die Musik etwas an die Effekte anpassen. So. Okay, und jetzt gilt es herauszufinden, wo ich Holz und allen anderen Mumpitz finde. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, was gibt's hier? Hier gibt's wahrscheinlich das Ähnliche. Oh, die Städte sind eigentlich ziemlich gut. Also für den Anfang sind die eigentlich ziemlich gut. Gut, dann warte. Oder gibt's was anderes, was ich gebrauchen kann gerade noch? Kriegskunstakademie bringt nichts. Auf die 1000 Erfahrungen sind inzwischen geschissen. Ich glaube, ich hole mir sogar gleich Medusen. Auch wenn sie etwas teuer sind, aber mit den anderen Gebäuden. Wenn sie gerade schon mal da ist. Jetzt, wenn sie weg ist, brauche ich keine weiteren Gebäude mehr kaufen. Aber, ja, okay. Magier-Kilde, kannst du noch irgendwas lernen? Weiß es nicht. So, schauen wir erstmal nach hier unten. Gold und Edelsteine und... Na? Ah! Aber natürlich, sofort Drachen. Wieso auch nicht? Wieso auch einfach nicht? So, die besiege ich locker. Das ist kein Thema. Ich meine, klar, wir haben gesagt, Schwierigkeitsstufe wird jetzt mal ein bisschen angezogen, ne? Warum also nicht Drachen? Warum nicht einfach gleich? Eine Legion Schwarzdrachen, finde ich gut. Fuck you. Oh, das ist das, was ich meine. Es ist so schön, wenn man einfach,
wenn man einfach einen Helden hat, der gleich richtig gute Zauberkräfte hat. Nein, nicht meine. Ja, die könnt ihr angreifen. Irre, die kommen weit. Ist ekelhaft. Ja, immer so. Ja, es ist eh egal. Laufen wir einfach mal ran, soweit es geht. Komm, Gox, auf geht's. Warum meine... Warum? Why you do this to me? Leave Britney alone. Okay, sehr schön. Wenigstens keine Höllenhunde verloren. Wobei das im großen ganzen Spielkonzept auch vollkommen egal ist. So, also... Wo könnte Holz... Oh lala. Und ich werde mir, glaube ich, gleich eine Taverne holen. Hier einen Menschenhelden holen. Einen Menschenhelden holen. Clavius. Todesritter. Naja, dann macht wahrscheinlich die Ole. Was bist du? Goddammit. Godfuckingdammit. Naja, sie macht zumindest insofern Sinn, dass sie... Godfuckingdammit. Dass sie Inferno-Einheiten hat, aber... Schauen wir uns mal um. Feuerwesen, jupp. Nope. Vielleicht doch in die andere Richtung. Ich möchte mich hier mal überall umschauen. Oh, schön. Ja, nee, die verbrauchen nur zu viel Zeit und geben nicht so viel Erfahrung. Von daher... Oh, ja, die kriege ich auch. Locker. Okay, ich versuche am Anfang Kämpfe zu vermeiden, weil ich nicht weiß, wie viele Einheiten ich gebrauchen werde. Holz und Eisen ist schon mal gesehen. Lol, hier ist noch mehr Eisenerz. Warum schließt ihr euch nicht an? Ihr Assis. Troglodyten, bitte. Ich bin eigentlich recht froh, dass diese Kampagne nicht, ich sag mal, beidseitig ist. Also sprich, also ihr müsst euch dafür entscheiden, ob ihr auf dieser Seite kämpfen wollt oder auf der anderen. Schlichtweg, weil... Kreisrathaus, yes. Weil das beim letzten Mal schon... Ich meine, es hat mir durchaus Spaß gemacht, aber... Es muss nicht sein, dass das Ganze nochmal ist. Ah, sehr schön. Was habe ich dabei? Die kann ich besiegen, behaupte ich mal. Wird nicht einfach, aber ich kann sie besiegen. Können die sich mir nicht einfach anschließen? Ich hätte vielleicht doch Dungeon nehmen sollen, aus dem einfachen Grund, weil die ja... Oh, das... Ah ja, die ist easy. Weil die halt... Diplomatie hatten. Ich versuche übrigens die ganze Mission jetzt in einem Guss aufzunehmen. Warte mal, magischer Pfeil 60, 135. Die haben... 5, die haben 15, 40, 5 kriege ich mit magischer Pfeil tot, also... Ja, whatever. Oder 4. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Ich dachte eigentlich, magischer Pfeil ignoriert. Warte mal, 60? Wow, ich bin intelligent! 60 durch 15 ist 5! Ich habe Mathe studiert, Leute. Also, das ist Sache. Es ist noch früh am Morgen, um 13.08 Uhr. Die grauen Zellen, die sind noch nicht so, wie sie sein sollten. Also, es sei mir verziehen. Hasst mich nicht. Auch wenn ich es verdient habe. So. Sehr schön. Nächster Zug. Auf geht's. Ich will halt jetzt nicht zu viele Magiepunkte verwenden. Ich meine, ich könnte sie mit dem Blitzstrahl direkt ausschalten, aber muss jetzt echt nicht sein. Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas von absolut nichtiger Relevanz. Oh mein Gott, das war genial. Weil jetzt habe ich die... Jetzt habe ich... Oh, doch nicht. Das war gerade sehr schlecht, weil ich habe den Höllenhunden so eigentlich den Weg versperrt gehabt. Ich hatte jetzt Glück, dass ich zusätzliche Moral bekommen habe. Find the lady of the night and fuck her in the face. Nein, gegen die kämpfen wir nicht. Wenn es hier unten Eisenerz gibt, dann wird es ja auch bestimmt noch... What? Dann wird es ja auch bestimmt noch irgendwo Holz geben. Und ich werde beides sehr, sehr dringend gebrauchen können. Cool. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal über anstehende Projekte rede. Ich habe mir mal eine Liste gemacht. Aber da steht... Oh mein Gott. Ich schluck gerade echt zu oft. Die K...
kann ich wahrscheinlich sogar auch besiegen. Auf geht's. Ja, okay, kein Thema. Warte, erst rede ich über was anderes. Ich wurde mal gefragt, macht es Sinn, Einheiten aufzuteilen, so wie die sind? Macht es nicht mehr Sinn, jetzt zu sagen, wir tun die 11 Medusen auf einen Haufen? Für mich zum Beispiel ist es jetzt eher ungelegen, dass die alle getrennt sind, weil mit dem Blitzschlag werde ich jetzt sofort einen killen. Und wenn die jetzt auf einen Haufen gewesen wären, hätte ich mehr gekillt. Mehr als 4 auf einmal. Sprich, es ist für mich unpraktisch, dass die gerade so standen. Auch wenn es natürlich im ersten Augenblick mehr Sinn macht, wenn die alle so ein bisschen, wenn die alle zusammen sind auf einen Haufen. Also es ist immer so eine Sache. Ich persönlich würde es wahrscheinlich nie machen, aber es hat durchaus seine Vorteile, wie gesagt. Warte mal, ich habe schon gezaubert, naja. Okay, jetzt die nächste Runde. Größtenteils ohne Verluste. Ich könnte eigentlich auch noch den Einzug warten, aber... Nee, es ist Blödsinn. Okay, ja. Kampf gewonnen. Easy. Also ich habe ja mal eine Liste gemacht mit Spielen, die ich eigentlich noch sehr gerne spielen würde. Und wenn ich wirklich durchgehend... Er ist ein echter Anführer, ernsthaft. Wenn ich mal durchgehend geletsplayed hätte, gestreamt, was auch immer... Dann wäre ich damit wahrscheinlich auch gerade mal halb durch oder so. Und 90% der Spiele, die auf dieser Liste stehen, sind durchaus alt. Also, nicht so alt wie deine Mutter, aber schon alt. Den Marktplatz kann ich mir noch holen. Oh ja, ich möchte unbedingt das Rohstoffsilo haben, wenn es geht. Das würde mir sehr weiterhelfen. So, jetzt ist die Frage, ob ich die besiegen kann. 29 ausgeschlossen. Oh mein Gott. Schön wird's nicht, aber machbar ist es. Vergiss es. Diese Moral hat den kompletten Kampf gerade versaut für mich. Oh Gott. Oh Gott. Immerhin hat sie einen Zauber. So, das ist gut. Die beiden oben stehen sich im Weg. Vielleicht ist es doch machbar. Warte mal. Doch, das ist machbar. Das ist durchaus machbar, weil die sich jetzt gegenseitig blockieren. Genau. Und der kann auch nicht rasch. Ja, die blockieren sich gegenseitig. Das ist relativ praktisch. Wie viel habe ich da noch? 15. Ah, es wird trotzdem nicht machbar sein. Schwäche kann ich nicht mehr zaubern. Aber das ist nicht so wild. Wir können... Ich konnte die sowieso nicht leiden. Auch wenn sie jetzt hier auf dem Bild ganz hübsch aussieht. Aber dann sieht man sich das an. Und man merkt halt, das sind ja quasi ihre guten Zeiten. Damals, als sie noch jung war, 18 Jahre. Und so sieht sie heute aus. Okay. Meinetwegen kann die eigentlich echt verrecken. Ich will die nicht nochmal holen. Ich möchte mir am liebsten Menschenhelden holen, wenn es geht. Ah, zu dumm. Mensch, Olima, welch kurzes Abenteuer mit uns beiden. Es war schön, aber leider bist du gestorben. Ernsthaft, ich krieg nur... Oh. Und die fängt mit einem Gremlin an. Das ist doch nicht dein Ernst. Ein fickter Gremlin. Was will ich denn damit? Warum gibt es die? Warum existiert die? Oh mein Gott, jetzt darf ich bis zur nächsten Woche warten, bis ich was Gescheites bekomme, oder was? An Helden. Warte mal. Haben die anderen Städte? Ne, die müssen eigentlich die gleichen Helden zur Verfügung haben. Ja. Oh mein Gott. Ich mache, glaube ich... Warte mal. Schloss, wo noch halt so Dings... Geburtsbecken. Ja, ich nehme mal die 1000er Goldsachen gerade. Und hier möchte ich mir das Rohstoffsilo holen. Ja, Holz und Eisenerz brauche ich halt immer sehr früh. So. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwo hier Holz bekomme. Das wäre sehr praktisch für mich. Oh, hier muss es doch bitte noch irgendwo Holz im Unterwelt geben. Egal.
Ich wollte etwas sagen. Ich habe einen Gedanken angefangen, aber ich werde ihn nicht zu Ende bringen. Niemals. Okay, ich lasse mich jetzt von nichts mehr ablenken. Oh mein Gott, sind das Erdwesen? Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich habe eine Liste von Spielen, die wird ewig dauern, bis sie abgearbeitet ist. Aber Mensch, wenn ich es konstant mache, bin ich damit vielleicht in 2 Jahren durch oder so. Schlichtweg zu meinem nächsten Projekt. Diablo 2 ist im Prinzip zu Ende. Da kommt wahrscheinlich Stand dieses Video, wenn ich dieses Video hier gerade hochlade, dieses Szenario, habe ich wahrscheinlich schon Diablo komplett hochgeladen, was ich noch an Content hatte. Und so, die dürften noch nicht rankommen, genau. Greift den an, der bedroht die Magier ein bisschen. Und ja, okay. Okay. Und dann wird, ja, ich glaube, dann lasse ich erstmal ein kleines Päuschen, weil ich dann noch hier mit Heroes ein bisschen in aller Ruhe weitermachen möchte. Sprich, dass ich da ein bisschen mehr meine Aufnahmen drauf konzentriere. Und dann möchte ich zwei... Nein, ich sag erstmal eins. Ich sag einfach mal eins. Dann möchte ich ein Projekt machen, ein Langzeitprojekt. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass das hier schon ziemlich Langzeit werden wird. Weil schlichtweg die Kampagnen sind doch relativ lang. Die einzelnen Szenarien, und ich habe noch 3 Kampagnen vor mir. Also das hier wird bestimmt noch 1 bis 2 Monate dauern. Also das ist schon mal eines. Warte mal, habe ich hier mein Stadtrathaus schon? Nee. Oder ein Speichentag fürs Stadtrathaus hier? Also das ist auf jeden Fall... Warte mal, habe ich hier das Kapitol? Auch nicht. Ich spare erstmal auf das Geld. Das ist gerade das Wichtigste, weil die Einheiten hier, die kriege ich alle tot. Bis auf die Drachen. Vielleicht. Drachen kriege ich vielleicht nicht tot, aber immerhin. So. Wie? Gibt hier kein Holz? Ich habe hier nur Eisenerz. Was ist denn das? Guck mal, hier gibt es ja gar nichts. Das ist ja erbärmlich. Ich bin hier komplett sicher. Cool. Und... Also ich werde erstmal ein bisschen mehr auf Heroes of Might and Magic konzentrieren. Obwohl ich derzeit schon sehr, 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 sehr viel aufnehme für Heroes of Might and Magic. Aber das wird auf jeden Fall mein Hauptaugenmerk sein. Und nach ein bisschen werde ich ein Langzeitprojekt anfangen. Gott, ey. Lauft bitte noch langsamer, das ist ja nicht zum Aushalten. Dass ich, wenn ich es richtig mache und wenn ich es wirklich bis zum Schluss durchziehe, bestimmt komplettes Jahr dauert. Wenn ich es wirklich so mache, wie ich es mir vorstelle. Aber das ist nicht leicht. Das hängt nicht nur von mir ab. Das hängt von... Ja, die kann man auch killen. Das hängt von vielerlei Dingen ab. Und ansonsten wüsste ich noch nicht mal, was ich genau als nächstes machen will. Warte mal, wie viel Leben haben die? Die haben schon 30. Das heißt, die kriege ich tot. Easy. Das sind die vierte Stufe Einheit von Schutzwall, also man möchte was erwarten, aber in echt, nope. Nein! Nein! Gox! Gott, ich habe mir überlegt, dass ich meine Gox nicht mehr aufstufe, weil ihr habt gesehen, was die Gox mir letztes Mal angetan haben. Diese kleinen, dreckigen Ratten, diese Magox. Okay, auf geht's. Artefakt. Natürlich komme ich nicht ran. Ich mir jetzt hier Stadtrathaus hole. Es würde mehr Sinn machen, noch einen Tag zu warten. Ja, es macht mehr Sinn, noch einen Tag zu warten. Nee, es macht keinen Sinn, noch einen Tag zu warten. Weil mir hier fürs Kapitol noch das Schloss fehlt. Das heißt, dann muss ich erstmal hier holen. Okay, nee, passt. Nächste Woche ist dann auch gleich angebrochen. Ich bin echt mal gespannt auf diese Kampagne, auf dieses Szenario hier. Man hat mir viel, viel Böses
Tod und Leid und Verderben versprochen. Warte mal, ich habe keine Magiepunkte mehr, oder? Nee, nee. Nicht gegen kämpfen, weil mir Punkte fehlen. Mana-Punkte. Gehen wir gleich nach oben. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Nicht gegen kämpfen, keine Magiepunkte. Hier gegen kämpfen. Oh, ja. Ihr erhaltet gerade einen Bericht über den Vorstoß Königin Catherines. Streitkräfte aus Nigon und Iofol versuchen ihren Marsch auf Stedwick aufzuhalten, aber es wird sie wohl nur zwei bis drei Monate kosten. Stimmt, ich habe nur drei Monate Zeit, die Stadt einzunehmen, also. Möglichst schnell alles hinter mich bringen. Die Krypta mal lieber nicht angreifen, weil. Wenn ich 60 Magiepunkte, wenn ich 60 Mana-Punkte hätte, ja, aber so nicht. So. Holen wir uns mal noch die Einheiten. Hier holen wir uns mal. Schauen wir noch, dass wir das Stadtrathaus bekommen. So. Auf geht's. Holz. Ich werde Holz bauen. Ja. Fuck you. Gegen meinen fetten Inferno-Helden noch kämpfen, aber jetzt kleine Eier haben. Spastis. Verpisst euch. Ich finde es gut, dass ich ein gewisses Zeitlimit habe, weil das animiert mich zumindest nicht rumzutrödeln, so wie ich es immer tue. So, Kapitol, brauche ich noch einen Tag? Kann ich noch irgendwas holen, was nicht zu viel Geld kostet? Nehmen wir mal Orden des Feuers, wegen der Zauberkraft, wenn ich jetzt wieder rausgehe. Sollte mir das tatsächlich einiges helfen. So viel zu, ich warte noch einen Tag, bis ich das Kapitol haben kann. Das war ziemlich genial von mir. Aber ich brauche die Einheiten. Ich muss ja schnell hier durchkommen. Warte mal, wie viel kriege ich tagtäglich? Ich bekomme pro Tag 5000 Gold, okay. Ich will nämlich als erstes hier hin. Lass ihn einen Tag in der Burg, weil... Burg. Hallo, ich komme aus Würzburg. Lass ihn einen Tag in der Burg, weil er Mana regeneriert, wenn er da einen Tag bleibt. So, jetzt holen wir uns mal die Hündchen noch. Jetzt habe ich das Mana, das ich brauche, und jetzt kann ich hier angreifen. Die kriege ich jetzt tot. Ich zeige euch einfach, wie broken dieses Spiel sein kann, wenn man einen starken Zauberer hat in diesem Spiel. Okay. Das ist die zweite aufgerüstete Stufe, Einheit der Zauberer, die Obsidian-Wasserspeier. Sind relativ gut. Aber die sollten jetzt kein großes Problem für mich darstellen, um ehrlich zu sein. Kein allzu großes. Nee, eigentlich wirklich nicht. Mal schauen. Auf geht's. Come at me. Und. Okay. Ja, die sind echt kein Thema. Wobei die können, also für eine zweite Einheit sind sie echt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Come at me. Hab ich noch? Nee. Ja, mit ihr sollte ich auch mal irgendwie nach Möglichkeit mir wieder ein bisschen Mana zulegen. Für meine Fernkämpfer ist es jetzt vollkommen belanglos, dass die mich in den Nahkampf gezwungen haben, weil ich habe es schon mal erwähnt, aber kein Nahkampfabzug, kein Nahkampfabzug und sie hat sogar versteinerter Blick. Ich meine, das sind Wasserspeier. Es sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert in diesem Spiel. Ich kann sie trotzdem versteinern. Vampire werde ich nicht ohne Mana-Punkte schaffen. Ich will immer Magie-Punkte sagen, ich weiß nicht warum. Geld unbedingt. Die Erfahrung ist an dem Punkt schon vollkommen uninteressant, weil ihr seht, sie braucht im Schnitt irgendwas 3000 derzeit und da lohnt sich es nicht mehr, die Kisten für Erfahrung zu nehmen. Das lohnt sich am Anfang, aber so nicht. Die sehen jetzt gefährlich aus, sind auch gefährlich eigentlich, aber Pam, fuck you. Ach, ernsthaft. Nicht meine Vertrauten. Habe ich eigentlich in der letzten Kampagne... Ach ja, ich habe schon in der Runde gezaubert. In meinem letzten Szenario meinen Horst beibehalten. Blitzstrahl jetzt auf den unteren Zaubern, weil der hat für die Runde schon angegriffen. Ich hätte nicht näher rangehen sollen. Das war sehr dumm. Egal. Jetzt kriegt er nochmal einen Angriff ohne Abzüge auf mich. Okay. So macht man das. Es ist komplett broken. Hier, der Held hat irgendwas 7 Zauberkraft. Damit kannst du so viel anfangen.
Du brauchst noch nicht mal starke Einheiten oder irgendwas. So, auf geht's. Ich will das hier wirklich schön, schnell, systematisch alles durchbekommen. Schön viel Gold generieren, damit ich auch... So, Kapitol, da brauche ich dann noch das Stadtrathaus. Was fehlt mir dafür noch? Die Magiergilde, okay. Ich glaube, das wird gar nicht so schwer. Ich hoffe zumindest, dass es nicht so schwer wird. Ich werde meine Worte so dermaßen bereuen, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. So. Und mit ihm kann ich ja gerade noch das da hoch... Ernsthaft. So, dann können wir hier noch das Stadtrathaus holen. Dann haben wir schon mal, glaube ich, maximales Gold generieren überall. Und dann können wir nämlich anfangen, hier Einheitengebäude zu kaufen. Morgen hole ich mir das Schloss und jetzt hole ich mir noch... Hab ihr Nest. Einhörner. Nee, die schaffe ich nicht. Das sind die. Würdet ihr gerne Greifer rekrutieren? Nein. Okay, ich glaube, ich sollte mit ihr nochmal in den Untergrund gehen und Einheiten und Mana regenerieren. Einheiten und Mana regenerieren. Einhörner sind die sechste Einheit der Ökoaktivisten. Also. Die können schon ziemlich gefährlich werden. Ja, das sind die sechs Einheiten. Das sind die zweitstärkste Einheit von den Schutz, von Schutzwahl. Von daher, ich würde es nicht riskieren, wenn es nicht notwendig ist. Ernsthaft, meine Gogs. Meine dreckigen kleinen Gogs. Oh Gott, an die Wolfsreiter kann ich mal an. Wenn sich am Anfang eines Szenarios solche Einheiten wie Wolfsreiter anschließen wollen, nehmt sie in Kauf. Nehmt sie mit. Die sind billiges Kanonenfutter. Sind relativ viele sogar. 24, das ist sehr gut für einen Anfang. Und ja, es ist echt nichts verkehrt an den Leuten. So. Ah, wollte ich nicht. Mist, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ja, es ist jetzt eigentlich auch. Ich wollte eigentlich erst mit den Zeberi angreifen. Das ist schon okay so. Sterbt. Ah, nein, nicht versteinert. Wolfsreiter, auf geht's. Okay.